Einen schönen guten Tag und herzliche Grüße in die Schweiz aus Heidelberg, wo ich zugeschaltet wurde und es hat glücklicherweise nach einigen Holpersteinen gestern Abend noch beim Technikcheck jetzt geklappt. Ich freue mich. Ich grüße Sie alle. Danke, dass Sie interessiert sind an diesem Vortrag. Das ist auch der... Der Titel meines Vortrages ist der Titel meines Buches, eines Buches, das ich tatsächlich entgegen aller ja, Vorsätze und Versprechungen auch an meine wunderbaren Sekretärinnen, nie wieder eins zu schreiben, dann doch geschrieben habe. Es hat mich nämlich, und dann passiert immer was Gutes, es hat mich im Mai 2021 der heilige Zorn gepackt, als die Kinderimpfungen zugelassen und empfohlen wurden. Und das hat mich wirklich erzürnt und führte dann in wirklich kurzer Zeit zu meinem 6. Buch, das im Übrigen im Gegensatz zu den anderen Büchern, das sind Fachbücher, die wurden in der Fachpresse allesamt ordentlich bewertet und gut kritisiert. Auch mein letztes Buch übrigens, das 5. Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen mit hervorragenden Fachkritiken. Im Nachhinein mein naivstes Buch, das ich je geschrieben habe. Diese Bücher wurden besprochen, während das Neueste, zu dem ich heute spreche, bis zum heutigen Tage von den Mainstream-Medien totgeschwiegen wird. Ja, wer schweigt, stimmt zu. Das ist ein berühmtes Zitat, sehr alt. Es wird dem berühmten griechischen Dichter Sophokles zugeschrieben, der in seinem Stück die Trachinierinnen den Chor sagen lässt, was eilst du schweigend weg? Erkennst du nicht, dein Schweigen unterstützt des Klägers Wort? Und Jahrhunderte später sagte auch der römische Philosoph Seneca, aber Stillschweigen scheint Bekenntnis. Viele, viele Jahrhunderte später wurde im 13. Jahrhundert dieses alte Sprichwort dann tatsächlich durch den Juristen und sehr mächtigen Papst Bonifatius VIII. Diese Aussage ins kanonische Recht aufgenommen. Das ist das Kirchenrecht der römisch-katholischen Kirche. Und so heißt es dann in den Dekretalen, wer schweigt, scheint zuzustimmen. Und wir wissen, dass es jetzt auch ein neues Buch gibt von Ulrike Gero, das heißt, wer schweigt, stimmt zu. Ja, allerdings, wir hatten gerade eben den Vortrag gehört, die Abgrenzung zwischen Recht und Moral, dass dieser Satz wurde nicht übernommen in das deutsche Recht und auch nicht in die vermutlich anderen deutschsprachigen Rechtsordnungen. Es gilt weder im Strafrecht noch im Zivilrecht. Ganz im Gegenteil. Wer schweigt, gilt im Strafrecht. Nun, als unschuldig jedenfalls kann man ihm nicht unterstellen, dass, weil er schweigt, er irgendwie der Klage, dem Vorwurf, der Anklage zustimmt. Und wer schweigt als Arzt, wenn er eine Behandlung vornimmt, der begibt sich rechtlich in allergrößtes Hochrisikogebiet. Denn Ärzte sind, und das ist ein sehr altes Prinzip des deutschen Rechts, des deutschen Arzthaftungsrechts, des deutschen...